Das Ende des Zweiten Weltkriegs hinterließ ein Trümmerfeld. Das gilt nicht nur im wörtlichen Sinne, sondern auch auf geistig-moralischer Ebene. Nach dem Holocaust in Europa und dem Einsatz der Atombombe in Hiroshima und Nagasaki schienen alle bisherigen Werte hinfällig. Die bildende Kunst begibt sich in den einzigen verbliebenen unverfänglichen Rückzugsraum, die Ungegenständlichkeit. In Europa etwa sind Wohls, bürgerlich Wolfgang Schulz oder Hans Hartung erfolgreich. Beide werden dem sogenannten Informal zugerechnet. In Amerika experimentieren Künstler wie Jackson Pollock, Jasper Johns oder Robert Rauschenberg zunächst mit den Grenzen des Bildraumes. Seit den Performances der 1970er Jahre, hier ein Video von John Cage in einer Installation von Nam June Paik, erobert die Kunst weitere Sinne des Betrachters. Nun sind neben dem Sehen auch das Hören und das Fühlen angesprochen. Die vielfältigen neuen Konzepte in der bildenden Kunst lassen es kaum noch zu, von verbindlichen Stilmerkmalen zu sprechen. Da, wo alles möglich scheint, wenn man es nur aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet, hat der alte Stilbegriff ausgedient. Aus der Fülle der bedeutenden neuen Kunstrichtungen wollen wir einige wichtige Impulsgeber vorstellen. Ein erster entscheidender Impuls kommt in den späten 40er Jahren aus New York. Jackson Pollock tröpfelt, kleckst, spritzt Farbe auf die liegende Leinwand. Diese Dripping genannte Technik führt zu dynamischen Farbkompositionen, die den Bildrahmen zu sprengen scheinen. Das Action Painting ist geboren. Der Malakt selbst wird als unmittelbare Entladung psychischer Energie interpretiert und damit zum Ereignis. Robert Rauschenberg geht einen quasi entgegengesetzten Weg. In seinen White Paintings von 1951 entleert er seine Arbeiten jeglichen Inhaltes. Seit etwa 1953 wendet sich Rauschenberg sogenannten Combined Paintings zu Arbeiten, in die er Alltagsgegenstände mit einbezieht. Ich bin der Meinung, dass ein Bild wirklicher ist, wenn es aus Teilen der Wirklichkeit gemacht ist, wird der Künstler zu seinen Arbeiten zitiert, die man in der Tradition Dadas sehen kann und die die Grenze zwischen zweidimensionaler Malfläche und objekthafter Räumlichkeit aufheben. In Europa irritiert Yves Klein das Publikum 1953 mit einer Ausstellung monochrom blauer Bildtafeln. Seine als IKB, International Klein Blue, patentierte Pigmentmischung stellt für den Künstler eine transzendente Kategorie dar, welche die Malerei aus den Zwängen des Formalismus befreit. Klein möchte mit diesen Werken eine größere Sensibilisierung erreichen und gleichzeitig den traditionellen Kunstbegriff in Frage stellen. Berühmt geworden ist Klein mit seinen Happenings der frühen 60er Jahre. In ihnen malt er die Körper seiner Aktmodelle mit blauer Farbe an, die er auf Papier abdrücken lässt, mit dem er die Böden und Wände der Galerieräume ausgekleidet hat. Es sind Abbilder der nackten Wirklichkeit. Die Handschrift des Autors ist endgültig eliminiert. Der früh verstorbene Künstler hat mit seinen Arbeiten ein neues Denken über Kunst forcieren wollen. In Deutschland finden 1962, im Todesjahr des Künstlers, die ersten Fluxus-Veranstaltungen statt, die dieses neue Denken vorantreiben wollen. Fluxus leitet sich vom lateinischen fluere ab, also fließen, in Bewegung sein. Der Begründer der deutschen Fluxusbewegung, Wolf Vostell, formulierte 1958: Kunst ist Leben und Leben ist Kunst. Konsequenterweise beziehen die Fluxuskünstler Alltagsgegenstände in ihre Darbietungen mit ein. Daneben spielen auch Musik und Geräusche eine Rolle.
ein im Jahre 1965 stattfindendes Festival der Neuen Kunst an der Technischen Hochschule in Aachen wird dann von einem Mann organisiert, der als einer der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts in die Kunstgeschichte eingehen wird, Josef Beuys. Beuys, der einst Bildhauerei studiert hatte, verwendet in seinen Rauminstallationen häufig die Materialien Filz, Fett und Honig. Der Legende nach eine Hommage an ein Kriegserlebnis. Als Funker bei der Luftwaffe war Beuys 1944 über der Krim abgestürzt. Tataren hätten ihn vor dem sicheren Erfrierungstod gerettet, indem sie ihn mit Fett einrieben, in Filz wickelten und ihn mit Honig fütterten. Den Flugzeugabsturz hat es wohl gegeben, aber die Krim-Tataren waren damals keine tranköchelnden Nomaden mehr, sondern sowjetische Dorfbewohner, die Hoffnungen in die Deutschen setzten. Als sie den schwer verletzten Beuys finden, benachrichtigen sie ein Suchkommando des Feindes, das für den Transport in ein deutsches Militärlazarett sorgt. Während im Westen also Fluxus die Einheit von Leben und Kunst propagiert, ist in der Sowjetunion und deren Satellitenstaaten nach wie vor der sozialistische Realismus der einzig offiziell anerkannte Kunststil. Bei einer großen Kunstausstellung in Moskau hatte Nikita Chruschtschow 1960 Expressionisten öffentlich als Päderasten verunglimpft. Noch 1974 wurde eine nicht genehmigte Freilichtausstellung nonkonformistischer Künstler mit Bulldozern und Wasserwerfern niedergewalzt. Die Empörung der Weltöffentlichkeit zwingt die Sowjetmacht, eine Wiederholung der Ausstellung zu genehmigen, die ein riesiger Erfolg wird. In der Tat war die Reaktion im Westen so, dass es in Moskau zu heftigen internen Auseinandersetzungen gekommen sein soll. Resultat: die Wiederholung jener von Bulldozer niedergewalzten Ausstellung wurde vom Stadtsowjet genehmigt. Der Skandal um die erste Ausstellung wirkte sich als Reklame aus. Insgesamt mögen bei strahlendem Sonnenschein vielleicht 20.000 Menschen oder auch mehr die Bilder gesehen haben. Bei den Künstlern handelt es sich um Maler, deren Werke nach hiesiger Vorstellung nicht der offiziellen Kunstrichtung sozialistischer Realismus entsprechen und deshalb bis auf drei von der Mitgliedschaft im Verband der Künstler ausgeschlossen sind. Sie erhalten keinerlei Unterstützung. Und wenn auch einige von ihnen ihre Werke zu relativ guten Preisen an Diplomaten und Korrespondenten aus dem Westen verkaufen können, so sind doch die meisten arm dran. Auch in der DDR ist man sich seit Jahren der subversiven Kraft der Kunst gewahr. Die offiziell sichtbare Kunst ist entsprechend reguliert. Das DDR-Kunstgeschehen vor der Wende ist im Westen bis heute weitgehend unbekannt. Doch auch unter der Doktrin des sozialistischen Realismus konnten Werke entstehen, die ein großes Maß an Gestaltungsfreiheit zum Ausdruck bringen. Der Westdeutsche Josef Beuys ist 1979 auch in Amerika angekommen. Die Ikone der Pop-Art, Andy Warhol, widmet ihm eine Porträtreihe. Es treffen zwei Künstlerpersönlichkeiten aufeinander, die unterschiedlicher kaum sein könnten, obwohl beide eine Durchdringung von Kunst und Leben propagieren. Josef Beuys verwendet in seinen Werken Alltagsgegenstände und Materialien, die von einer Aura des Besonderen umgeben sind oder die er mit einer Bedeutung versieht. Die Pop-Art dagegen, die in den 60er Jahren in den USA Furore macht, reproduziert scheinbar wahllos die Bilder der Medien- und Werbewelt. 1980 formiert sich ausgehend von Köln und Düsseldorf eine neue Strömung, die unerwartet zum Tafelbild zurückkehrt: die Neuen Wilden. Es entstehen lebensbejahende Bilder mit oft greller Farbigkeit und impulsivem Duktus, die an die Malerei des Expressionismus anknüpfen. Einer der bekanntesten Vertreter dieser Kunst ist der Beuys-Schüler Jörg Immendorf. Zusammen mit seinem aus der DDR stammenden Kollegen A.R. Penck fordert er schon damals die Aufhebung der deutschen Teilung. Als diese dann 1989 überraschend Fakt wird, stehen gewaltige Aufgaben vor allem für die Architekten an. So gilt es in Berlin, den Reichstag wiederzubeleben.
Auch der Potsdamer Platz, einst brodelndes Zentrum im Herzen der Stadt, ist durch die deutsche Teilung zum Brachland verkommen und muss neu gestaltet werden. Da diese und andere Vorhaben aber international ausgeschrieben werden, hat erstmal das Künstlerpaar Christo Jean-Claude Zeit, den Reichstag zu verhüllen. Ein Projekt, das sie 23 Jahre vorbereitet hatten. Marcel Duchamp richtete seinerzeit unser Augenmerk auf die Gestalt banaler Alltagsdinge, indem er sie in einen anderen Sinnzusammenhang versetzte und durch seine Signatur aus dem Trivialen enthob, sie gleichsam adelte, indem er sie zu Kunstwerken machte. Dagegen lenken Christo Jean-Claude unseren Blick auf hinlänglich Bekanntes, indem sie wie in einer Art umgekehrter Striptease-Show mit dem Reiz des Verborgenen spielen, das Unsichtbare durch Verhüllung umso präsenter machen. Cook the fabric simultaneously and open the fabric. Christo, damals noch allein signierend, hat er in Amerika große Landart-Projekte realisiert, wie etwa den Running Fence, einen scheinbar unendlich langen Zaun von 1976. Dass sich die Land Art, die gleich hunderte Quadratkilometer zur Leinwand oder Bühne des Künstlers macht, gerade in Amerika entwickelte, erstaunt nicht. Bietet die Topografie dort doch entsprechende Areale. Schon eher erstaunlich ist, wie sich die Skyline der kleinen Taunusstadt Frankfurt mittlerweile jener namenloser amerikanischer Vorbilder angepasst hat. Seit den 1980er Jahren hat die Postmoderne die Architektur erfasst. Es entstehen Bauten, die sich stilistisch an vergangenen Epochen orientieren, wie etwa der Frankfurter Messeturm am Art Deco der 20er Jahre. Besondere Beachtung, gleichsam eine Wiederentdeckung, erfährt das Element der Säule und soll sie bis in die 2000er Jahre hinein behalten, die nun durch auffallend viele Glas- und Spiegelelemente geprägt sind, wie etwa beim Neubau des Bundestagsgebäudes. Den Zuschlag für die Gestaltung der Reichstagskuppel erhält 1995 der Brite Sir Norman Foster. Die transparente Kuppel, die begehbar ist, soll eine entsprechende Transparenz in der Entscheidungsfindung politischer Fragen versinnbildlichen. Der Potsdamer Platz wird unter Federführung des internationalen Star-Architekten Richard Rogers umgestaltet. Für das Facettendach des Sony Centers zeichnet der Deutsch-Amerikaner Helmut Jahn verantwortlich. Die weltweite Vernetzung macht vor der Architektur der Gegenwart keinen Halt, wie man auch in Moskau beobachten kann. Es entstehen Bauten, deren Erscheinungsbild nichts mehr über deren Standort aussagt. Besonders die Metropolen werden dadurch immer gesichtsloser und präsentieren sich in einem scheinbar modernen Einheitslook. Nationale Eigenheiten treten zunehmend in den Hintergrund. Bleibt also zu hoffen, dass sich trotz aller Tendenzen zur Uniformierung auch weiterhin verschiedene Stile erhalten, die eine jeweilige Kultur repräsentieren. Denn Kultur ist nicht die Sahne auf dem Kuchen, sondern die Hefe im Teig einer Gesellschaft.